Kaiserwetter in Frankfurt, 25 Jahre Wiedervereinigung und ich habe tatsächlich auf dem Bundesrat mir einen Sitz ergattert. Das ist gar nicht so einfach. Aber was macht eigentlich der Bundesrat mit T? Der Gesamteindruck hier von diesem Fest in Frankfurt. Ist sehr schön. Ist super aufgezogen und ja, sehr schön gemacht. Viele Menschen, schön, alle sind interessiert. Man sieht man den Bundesrat mal hier in der Stadt. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen die Bevollmächtigte des Landes Hessen, Staatsministerin Lucia Puttrich, dem Staatssekretär Thomas Kralinski. Herzlich willkommen den Staatssekretär Michael Rüther. Thema Bundesrat, was ist hier beim Bundesrat? Irgendeine Info? Wir waren noch gar nicht beim Bundesrat, ehrlich gesagt. Was versteht ihr unter Bundesrat? Ja, ich habe mir mehr darunter vorgestellt unter der Präsentation hier. Ich dachte, die machen so wie so eine 3D-Erlebnis, einmal in den Bundesrat oder so. Ja, man kann eine ganze Menge auf jeden Fall sehen. Ne? Und ich habe gelernt, dass Hessen einen Sitz im Bundesrat hat. Genau, wir haben den Vorsitz im Bundesrat, deswegen ist das Fest hier. Also was würden Sie sich wünschen für so einen Tag wie heute? Auch, dass die Bürger mehr zu Wort kommen. Was brennt dir in der Seele, was du schon immer mal wissen wolltest? Ich diskutiere heute zum Thema Zukunft durch Ausbildung. Ja, zum Thema Flüchtlinge. Herzlich willkommen, Volker Bouffier, der Ministerpräsident des Landes Sachsen, Stanislaw Tillich. Herzlichen Dank für die Übergabe und ich freue mich auf die Bundesratspräsidentschaft, Volker, und auf die gute Zusammenarbeit. Also der Bundesrat ist für mich etwas Elementares für Deutschland, nämlich genau dieser Ausgleich gegenüber anderen Ländern, die sehr zentralstaatlich regiert sind, wo aber auch eine Vielfalt möglich ist. Deutschland wäre nicht dieses starke und erfolgreiche Deutschland ohne die Vielfalt der Länder.